Also im Lipödem gibt es eindeutige wissenschaftliche Vorgaben. In erster Linie muss es korrekt diagnostiziert werden. Dann wird immer versucht, durch konservative Maßnahmen, durch nicht operative Maßnahmen der Sache Herr zu werden. Konservative Maßnahmen sind zum Beispiel Lymphdrainage, manuelle Massagen, Kompressionswäsche, probieren der Druckvermeidung. Falls ein Übergewicht zusätzlich noch vorliegt, versuchen, das Übergewicht zu reduzieren. Das Hauptproblem ist, dass diese konservativen Maßnahmen leider jetzt nicht die Form begünstigen. Also wenn es eine ausladende Form hat, dass das alleine dadurch nicht besser wird. Es gibt Studien, die zeigen vielleicht bis zu 5%, was nicht wirklich viel ist. Hauptsächlich geht es hier um eine sogenannte Dekompression. Dekompression heißt, dass ein Lipödem in der Regel auch mit Schmerzen verbunden ist, was atypisch ist für Fettgewebe. Sonst, wenn man extrem dick ist, tut das Fettgewebe nicht weh. Beim Lipödem leiden die Patientinnen unter Schmerzen, unter einer Spannung, die sie oft haben. Und diese Lymphdrainage und Kompression, durch das kann es zu einem Entschlacken im interzellulären Raum kommen, was oft eine Verminderung dieser Schmerzen bringt. Die einzige Therapie, mit der man es wirklich langfristig und sinnvoll therapieren kann, ist die Liposuktion, das heißt die Fettabsaugung.